Gut, 3, 2, 1. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Don't Stop. Wie ihr seht, wir beide sind tot. Wir hatten noch eine Idee gehabt, wie wir Sepp wiederbeleben, aber dann kam so dieses Schattenmonster aus der letzten Folge und hat mich aufgefressen. Und der Server wird restarted, also alles wird zurückgesetzt. Das heißt, es ist ein Endlos-Mode geführt und wir können. Oh, der Schwein hat Angst vor uns. Und wir werden jetzt einfach ganz gemütlich nochmal von vorne beginnen. Natürlich ist auch mit dabei der Sepp. Hi Sepp. Und es dauert noch. Oh. So, und ich setze. Ach, direkt. Nee, ich setze. Du kannst auch direkt zurück drücken. Okay. Ja. Und auf ein neues. Natürlich. Ich bin auch der Game Master. Jo. Die Sonne geht schon auf. Eine Hase. Nee. Ja, bei mir noch nicht hier. Es lädt. Nee, bei mir jetzt auch. Da war nur gerade abgestürzt. Oh. Ah. So, wir können uns neue Charaktere aussuchen. Nehmen wir neue Charaktere, nämlich den Gewichtsheber. Mich will. Die strenge Lehrerin. Wen nimmst du denn? Ich mache heute Weber. Okay. Dann? Ja, denn das Schöne, ich befreunde mich mit Spinnen an. Gut, vielleicht kann ich dadurch ich nehme die strenge Lehrerin. So, und? Richtig, und weißt du, was ich mir jetzt weiß ich anziehe? Nicht. Wuhu, die Schuhe, hier bin ich. Die ich bekommen habe. So, direkt Blumen sammeln und da bist du. Putz deine Zähne. Guten Tag. Nein. Du sprichst ganz schön komisch. Hier liegen Stöcker rum auf dem Boden. Ja, ich bin auch, ich bin. Seit wann ist, gibt's das denn? Lol. Oh, ja, lol, das, ja, Stöcker liegen direkt auf dem Boden rum. Die Bäume sind. Und. Okay, ich glaube. Es gibt keine Stöckerbüsche mehr, kann das sein? Es liegen nur noch Stöcker auf dem Boden rum. Dann ist es vielleicht wie auf einem neuen Update. Ich hab ein Update. Ja, bald so aus, ne? Also, ich habe jetzt hier Stöcker schon, aber die Büsche gibt's nicht mehr. Oh nein! Na doch, es gibt hier. Also, bei mir liegen nur Stöcker auf dem Boden und ich habe jetzt eine Axt. Okay, dann kannst du ja mal Frosch. Perfekt. Ja, da wollte mich gerade ein Frosch hier anspucken oder sowas. Oder mit seiner Zunge einmal durchs Gesicht schlägen. Okay. Ja. Ah ja, falls ihr Interesse habt, ihr könnt gerne auch mitmachen hier in diesem Projekt, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Einfach mal bei uns hinschreiben, dass wir auch. Genau. Dass ihr auch Interesse habt. Wir nehmen Bewerbungen gerne entgegen. Wir lehnen sie aber auch 99,999% ab. Nur, aber ihr könnt der 1% sein, der mitspielen darf. Ein halber darf auch oder noch mitspielen, das ausreicht. Ja. Hier ist ein riesiges Teichgelände. Ja, na toll, super. Oh, guck mal, hier Steine? Oh, hier ist ein Steinweg. Schweine. Ja. Ah! Okay, ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es auch. Du hältst den ganzen Kontakt ja mit den Schweinen, okay? Ich bin ja ein Monster, ich darf ja nicht zu ihnen hin. Schon. Die mögen dich nicht. Du wirst das Schwein töten müssen, glaube ich. Lol, die Frösche attackieren mich. Die lang, okay. So toll. Ich bin leicht erstaunt. Ah, ich darf dann höchstwahrscheinlich nachts herumlaufen. Das würde ich, mit Vorsicht ausprobieren. Also Spinnen können mir ja mal gar nichts. Ja, mehr. Spinnen tun ja nichts, aber ich glaube nachts. Ah, wir haben hier ein Weidengebiet, wieder voller Hieß. Jetzt muss man auch die Bäume fällen, diese, nicht die Tannen, sondern die mit den, Astdingern. Wenn du die fällst, dann kriegst du Zweige. Ja. Ah, verstehe. Und du kriegst. Ich habe schon mal ein bisschen Gras gefunden, habe auch hier einen großen Stein schon gefunden. Oh, ich habe einen Blumenbusch gefunden. Das ist ja mal geil.
Ja, apropos Blumenbusch, damit ich nicht sofort Mindfuck bekomme, habe ich mir erstmal Blumen. Wollen wir uns irgendwo treffen? Ich würde sagen, wir treffen uns wieder. Okay. Weil es wird nämlich schon Nacht, ne? Ja, beziehungsweise ich kann ja ein bisschen länger herum. Ja. Ich bin ja ein Monster. Sag dir nur, probier es mit Vorsicht aus. So. Hauptgelände. Ja, nee. Ich gehe schon mal zurück. Aber ich laufe nur einfach mal. Außerdem, ich finde hier diese. Ja, ich finde diese Wimpsherries. Also, das heißt, wir haben viele Essen. Das macht ja relativ gutes zu essen. Besonders will ich ja auch. Sorry, ich will ja besonders mal sehen, wo hier. Wo? Ah, ich hab. Warte. Verlaufen. Ach, da muss ich kann. Einmal wieder durch hier das. Im Sumpf. Ja. Yep. Du kannst ja schon mal Feuer. Schon mal eine kleine. Ja, was. Feuerstelle bauen. Ich kann keine. Ich brauch Stroh dafür. Hast du Stroh? Ah, scheiße. Ja, hab ich. Da muss ich jetzt. Ich hau hier noch einen Baum um. Shit. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich das noch rechtssichtig. Das wäre ganz geil, schaffen. Weil ich kann auch keine Fackel machen. Ich bin gleich schon wieder tot. Ich sehe es kommen. Doof. Also wenn ich, wenigstens wenn du schreist, also ich bin jetzt wieder mal. Aber ich bin zumindest schon mal ein bisschen so weit. Du kannst ja mal kurz gucken, wie für eine, wie ein normales Lager, also festes Lagerfeuer kostet 12 Steine und 2 Holz. Holz habe ich, Steine nicht. Aber ich. Ja, aber ich Steine brauche ich so, gerade. So, ja, trotzdem schön, Peter, wenn du wieder zurückkommst. Ach, du ja, hast aber nicht ohne Licht. Alleine gelassen. Oder in welche Richtung bist du denn gegangen? Dann komme ich dir entgegen. Südlich, aber ich bin jetzt schon wieder unterwegs nach Hause. Ich hoffe, dass ich jetzt den richtigen Weg finde. Ah, hab schon gefunden. Bin sogar in okay, nein, okay. Da. Ja, ich. Außerdem die erste Nacht ist ja die harmloseste. Hi! Hallo, Mrs. Gehst du Stroh hin? Nö. Hier. Yeah. Gib mir Holz! Und jetzt siehst du, dass du das Feuer machst. Danke. So, bitte sehr. Weil, wenn das Blaue kommt, wird's doch stockduster. Oh, meine Axt ist kaputt. Machen wir mal eine neue. Bitte sehr. Ja, musst du dir neue herstellen. Gut, ich habe auch schon ein bisschen. Da habe ich den Papyrus. Papyrus, dünne warte Blätter. Mal. Du hast was? Das gibst du mir bitte mal her. Denn ich kann was herstellen. Da kann man Rezepte kann mit machen, aber. Ja, ich hab gerade was gefunden, was ich herstellen kann. Als Struktur, ich kann ein Spinnenei? Bauen. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob sie dir dann, ob sie dich dann attackieren oder nicht, aber ich kann das ist nicht schlecht. Einbauen. Ah, wir brauchen jetzt nur noch Spinnendrüsen. Und dann kann ich ein verräterisches Herz bauen. Wegen Wiederbelebung, gut, dass wir das schon mal haben. Ich besorg. Du hackst weiter Holz. Und Rohstoffe. Wir gehen nochmal. Richtig. Du kannst ja bei den Schweinen mal vorbeigucken. Vielleicht haben die schon irgendwie Dung hingeschmissen. Ich ja, ich südlich. Achso, du gehst nach unten. Ja, weil ich da auch Steine okay habe und ich habe die Pickaxe. Dann bring Steine mit. Dann gehe ich mal Richtung Ost, nach Osten und guck mal was. Okay. Ah, du darfst nicht vergessen. Oh ja, ich habe die Hälfte. Ja, ich habe ein bisschen. Ich habe 5 Möhren noch. Oh, hier nach Osten und dann nach Norden hoch sind noch mehr Schweine. Okay, ja, dann habe ich einen scheiß Spot, dann kann ich nur nachts in die Richtung. Oh, die Spinne läuft aber ganz komisch bei mir. Oh, ja, oh! Die
Spinnity, ich bin die Leute ganz cool. Was denn? Mandrake gefunden, so eine ja, so eine laufende Pflanze. Also ich habe die ausgegraben, ist sie aufgestanden, hat geschrien und dann habe ich sie eingesammelt. Das sieht wie du hast genau diese schreienden Wurzeln da. Oh Gott, oh Gott, Vater, ich glaube, wenn ich das finde, ich pack das glaube ich. Und hier oben sind Spinnen. Tack, tack, hier. Ja. Richtung Norden. Meine also, Freunde. Also erst nach meine Westen Freunde, und dann nach Freunde. Norden hoch. Also das heißt, da sind vier Spinnendinger. Und hier ist was denn? Hier ist so ein Strohwall mit verrottetem Gras oder sowas. Und hier liegen Skelett. Oh! Da schläft eine Monsterspinne. Oh nein! Nein! Darf ich raten? Du bist sie ist wach geworden. Nein, renn! Renn! Sie ist wach geworden. Was ist? Ja, du bist auch doof gewesen. Das war so eine gelbe Spinne. Die hat da geschlafen. Dann ist sie gerade wach geworden. Aber ich. Oh Mann. Nee, sie hat mich schon wieder in Ruhe gelassen. Wach gemacht, du. Konnte noch rechtzeitig fliehen. No. Immer dieser Sepp. Ja. So, Sepp, ich mach mal kurz alles hin. Was ich jetzt gerade nicht brauche, du kehrst zur Base zurück, baust einfach ein bisschen weiter. Oh, hier ist noch so ein Harry Potter. Er ist gestorben. Ich hab zwei jetzt schon. Was kann man denn damit machen? LOL! LOL! Hier ist noch so einer. Alter, ich hab. Meinst du es. Oh. Bei mir, ich bin leicht OP, weißt du warum? Ich kann Monsterfleisch. Ah, das ist doch gut. Essen. Also kriegst du Monsterfleisch, ich krieg das normale. Ja, man könnte es so sagen. So, warte, jetzt in welche Richtung bist du gegangen? Du bist ein östlich und danach nördlich. So, und ich baue jetzt hier. Hast du Steine da hingelegt? Ja, aber ich habe noch nicht genügend Steine gesammelt. Das ist das Problem. Das wäre. Kannst du denn vielleicht mal gucken, dass du. Hast du die da alle weggemacht? Ich habe natürlich Steine. Aber ich wollte. Halbwegs. Also, ich glaube, noch ein Stein liegt irgendwo, aber da bin ich mir nicht sicher. So. Ja. Du bist immer weiter nach Richtung Osten ein bisschen und dann Richtung Norden. Also die Straße dann hoch. Mhm. Und da kamen erst ein paar Schweine und dann kam jede Menge Spinnen. Okay. Die habe ich auch gefunden. Da ist so eine schlafende Spinne drin in der Mitte. Da war so eine gelbe schlafende Spinne in der Mitte drin. Aber ich muss mal jetzt ehrlich sein, dass die Schweine mich schlagen, das ist Diskriminierung. So, wo sind denn jetzt die Spinnen? Ich laufe jetzt hier die ganze Zeit herum. Ich habe Spinnen gefunden. Hallo. Brüderlein? So, na wir brauchen. Ah, oh, guck mal. Oh, das ist doch süß. Hallo, Bruder. Die tun dir nichts, oder was? Auch wenn du sie jetzt angreifst, tun sie dir auch nichts? Nee, aber jetzt hör sie mal. Du kannst das Fleisch essen. An, wenn die meine Freunde sind. So meinte ich das. Wir brauchen aber. Noch mehr. Kommt, Spinnen! Helfen sie dir? Auf in die Schlacht! Nein, aber da. Jetzt wäre die Frage, wenn ich jetzt den Schweinen was zu essen gebe, helfen die Schweine mir. Wenn du den Spinnen jetzt was zu essen gibst, helfen sie dir? Ich glaube schon. Warte mal, ich kann das ja mal rein praktisch testen. Ich kann den Spinnen was zu essen. LOL! Warte mal. Spinne! Spinnens! Hey, ihr Spinnies! Ich laufe jetzt mal eben ratzfatz zu unseren Stadt. Okay. LOL! LOL! Nein! Das ist doch nicht wahr. Was? Das ist doch nicht wahr. Das ist schlecht.
Nee, die sind, das sind doch meine Freunde. Voll. Ja. Warte mal. Sepp, ich gehe zu unserer Basis Richtung zurück und baue dann. Ich bin mal. Ich gehe jetzt mit den Spinnen zu unserer Basis. Mal gucken, ob sie da dich bin ich auch gespannt. Und ich baue hier schon mal ein Campfire. Dass wir hier schon mal ein bisschen. Und hau mal eben noch ein bisschen. Also ich finde den zweiten One, also diesen One mal gerade. Ja, das scheinbar ist durch das neue Update auch einiges Interessantes Neues gekommen. Apropos Interessantes Neues, ich muss mal hier kurz die Cherry Berries mal kurz pflücken. Und jetzt wird's aber. Bist du, wo bist du? Warte mal, bin ich überhaupt jetzt richtig? Nee. Ich bin das. Wir müssen jetzt nach oben laufen. Wird dunkel, also stirbst du nicht, oder? Folgert mir. Ja. Nee, nee. Guten Tag. Die greifen mich nicht an. Juhu! Alter, die attackieren dich nicht. Unsere Spinnenarmee. Alter, das ist doch. Wir können. Ja, wir können eine super schöne Spinnenarmee bauen. Wir müssen euch hier Spinnen. Dürfen wir die töten? Bauen. Wir brauchen aber deren Zeug. Nein. Verdammt nochmal, das sind meine Brüder, du Doofkopf. Das sind meine Brüder. Kommt, kommt, Brüder. Ja, ja, lasst sie gehen. So. Ne, die bleiben hier. Guck mal, das ist Wefried und das ist Günther. So, jetzt lauf mal durch die Falle. Und, was habe ich gekriegt? Spinnen, Valentina. Du holst die Spinnen und wir. Na komm, das ist aber das zweite Spinne. Aber um ehrlich zu sein, eigentlich sollen die Spinnen meine uns. Ja, können wir auch noch machen, aber wir können auch so Spinnen Gelatine ernten. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Aber wir brauchen Steine, ne? Apropos, oh, ich hab nee. Ja. Ja, ich hol eben die, ich habe hier Steine gefunden. Wenn du weiter, wenn du nach schräg unten nach Osten gehst. Okay. Steine, 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 Steine und Gold. Nee, Natrium. Kann ich auch nicht mehr. Warte mal so. Eins. Kommst du mal eben hier hin? LOL! Wie viele Steine braucht man jetzt für ein großes Campfire? Oh, hier sind auch Goldsteine. Aber ich habe genug Steine für ein Campfire. Scheiße, 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 scheiße. Kannst du einfach mal kurz einen Moment warten? Denn wenn du Cherry Berry frisst, okay, bekommst du Leben. Ist auch gut. Nur ich habe auch, warte mal, ich habe. Hab ich überhaupt? Hier sind Goldsteine hier oben. Drei Stück. Alter, ich würde. Oh, drei Stück. Hier ist noch einer. Das Gold kannst du einsammeln. Da liegt noch ein Gold, habe ich dir da hingelegt. Ich sammle jetzt gerade alles ein, was ich finde. Weißt du was, aber ich finde es ein bisschen böse. Du hast jetzt gerade meine Spinnenbrüder umgetötet. Ich kann ja nichts dafür, dass die da reingelaufen sind in meine Falle. Nimmst du das Gold hier mit? Kannst nichts dafür? Blablabla. Und hier liegt noch ein Natrium. Ich baue jetzt mal so ein großes Campfire bei unserem Startplatz. Richtig. Und dann können wir mit dem Gold schon eine Science-Maschine bauen? Ich glaube schon. Aber ich bin immer noch empört. Zur Bestrafung müssen wir aber Spinnen-Essen für mich hinbauen. Ja, ich sag mal, Juhu. Wir haben Spinnenverbündete. Das ist eins der besten Dinge, was wir machen können. Wir können Spinnenverbündete bauen. Ich baue die Science-Maschine hin. Und dann können wir was brauchen wir denn als für Bretter? Na, wir brauchen mehr Holz, ne? Ich koch mal eben eine Runde und dann hole ich noch Holz. Ich kümmere mich mal kurz darum. Was wir brauchen unbedingt ist Dung. Denn ich möchte jetzt hier gerne diese ganzen Cherry Berries Büsche irgendwie bei uns in der Nähe hinpflanzen.
Denn die frisch geernteten Teile, die wenn ich jetzt diese komischen viel Leben. Ich habe so ein komisches Ding gekocht und bin ohnmächtig geworden. Oder habe ich jetzt aus Versehen eins gegessen? Hilfe! Mrs. Sam, was ist denn mit Ihnen passiert? Ich koche noch mal eins. Guck! Oh. Okay. Ich würde sagen, das ist das Ende der Folge. Was hast du denn gemacht?